Hallo zusammen. So, bisher haben wir schon so einiges über die grundlegenden Thesen der Philosophie des Buddha gehört. Unter anderem haben wir begonnen mit dem Begriff des Leidens. Wir haben erklärt, was das Leiden bedeutet. Wir haben erklärt, dass das Leiden aus dem Durst entsteht. Und wir haben gelernt, dass die Ursache für das Leiden und den Durst in der Unbeständigkeit der Welt liegt. Wir wollen Dinge, die wir nicht bekommen können. Das ist die ganz grundlegende Idee hinter der Entstehung des Leidens aus dem Durst für den Buddha. So, wir haben gelernt, dass die Welt unbeständig ist, weil die Dinge kein Selbst haben. Das ist die Anatta, die Nicht-Selbst-Lehre, die wir beim letzten Mal besprochen haben. Dass die Dinge kein Selbst haben, auch darüber haben wir uns unterhalten, das bedeutet, dass sie ihrem Wesen nach Prozesse sind. Also, alle Dinge sind Prozesse, sie sind Komplexe von Ereignissen, die sich permanent verändern, die sich permanent kontinuierlich fortsetzen. Sie sind ständig im Fluss, sie haben keine klaren Grenzen. Das gilt auch für uns. Auch wir sind Prozesse. Sie und ich sind ein Prozess, genauso wie alle anderen Dinge dieser Welt auch. Wir sind eine Verwirbelung der fünf Khandhas, also der fünf Elemente, die wir besprochen haben, aus denen das zusammengesetzt ist, was wir für unser Selbst, für unser Ich halten. Das vermeintliche Selbst, das wir zu sein scheinen, das entpuppt sich damit als eine Art Cluster von Prozessen, das zusammengehalten wird durch das Anhaften. Im Anhaften könnte man sagen, stabilisiert sich jeweils für einen ganz kurzen Moment dieses Ich, dieses scheinbare Selbst. Also in einer etwas komischen Verdrehung des bekannten Satzes von Descartes könnten wir sagen, nach dem Buddha, ich will, also bin ich. Die Realität unseres Selbst kommt erst dadurch zustande, dass wir an irgendwas anhaften. Das Anhaften ist der Kleister, der diese fünf Khandhas zusammenpappt zu der Illusion des Selbst, die die Wurzel allen Leidens ist. So, das ist so ungefähr der Stand, auf dem wir uns jetzt befinden sollten. Nun, dieser Prozess, der wir sind und der sowieso alle Dinge sind, der verläuft allerdings nicht einfach chaotisch und zufällig, sondern erfolgt einer gewissen Regelmäßigkeit. Diese Regelmäßigkeit ist eine Regelmäßigkeit der Kausalität. Also die verschiedenen Stadien eines Prozesses, die einzelnen verschiedenen Zustände meiner Person beispielsweise oder dessen, was ich für meine Person halte, die folgen kausal auseinander. Was ich jetzt bin, ist bedingt und damit kausal erklärbar durch das, was ich vorher gewesen bin. Und das, was ich in Zukunft sein werde, das wird verursacht von dem, was ich jetzt bin. Also, dieser Prozess, der ich bin, wird gesteuert vom Gesetz der Kausalität. Zwischen allen Stadien meines Prozesses und auch zwischen allen anderen Prozessen, die die Realität ausmachen, besteht eine kausale Abhängigkeit. Man könnte also von der ganzen Realität im Buddhismus als von einer Art Kausalnexus sprechen. Ein Geflecht von sich wechselseitig überkreuzenden und gegenseitig bedingenden kausalen Faktoren. Die Idee der Kausalität überhaupt und die kausalen, und der kausalen Verknüpftheit aller Dinge, das ist eine ganz entscheidende Idee für den Buddhismus. Sie ist nämlich das fundamentale Gesetz des Daseins. Also alle Dinge, die existieren, alle Dinge, die dem Kreislauf der Wiedergeburt unterliegen, sind abhängig von diesem Gesetz der Kausalität. Und im Grunde kann man alle Beschreibungen, alle theoretischen Beschreibungen der Realität für den Buddha auf diesen kausalen Nexus zurückführen. Er formuliert das in einer ganz prägnanten Passage so, dass er sagt: Wenn das besteht, so wird jenes. Durch das Entstehen von jenem wird dies hervorgebracht. Wenn jenes nicht ist, so entsteht auch dies nicht. Durch das Aufhören von jenem wird dieses vernichtet. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine Formulierung dieser kausalen Bedingtheit aller Dinge. Aus bestimmten Ursachen gehen bestimmte Wirkungen hervor und wenn die Ursachen verschwinden, werden auch die Wirkungen verschwinden. Das ist das Gesetz, nach dem die ganze Realität läuft. So, dieser Grundgedanke, dass die ganze Realität kausal erklärbar ist, das wird näher ausgeführt in der Formel vom sogenannten bedingten Entstehen. Das heißt auf gut Pali Paticca Samuppada oder auf Sanskrit dann Pratitya Samutpada. Dieses bedingte Entstehen ist klassischerweise eine Formel, die aus 12 Elementen besteht. Diese 12 Elemente dienen dazu, zu erklären,
wie das Selbst und damit das Leiden entsteht. Also wie die kausale Wechselwirkung einzelner Elemente das Selbst hervorbringt und dadurch das Leiden erzeugt. Also sie ist sozusagen die Anwendung, die konkrete Anwendung dieses Kausalitätsgrundgedankens auf die Idee des Selbstes. Nun schauen wir uns mal gerade diese verschiedenen Elemente an, die 12, die es da gibt. Das beginnt mit Nummer 1, das Nichtwissen. Das Nichtwissen, das ist ganz einfach die Unkenntnis darüber, was die Realität ist, also die Unkenntnis der vier edlen Wahrheiten im letzten Ende. Daraus entstehen die Gestaltungskräfte, also die karmischen Wirkkräfte, die alles in Gang halten. Daraus entsteht das Bewusstsein, und damit sind wir jetzt auf der Ebene des Individuums angekommen. Daraus Gestalt und Körper, also das Physische könnte man ganz einfach sagen. Daraus die Sinnesorgane, daraus die Berührung, daraus die Empfindung, also der Kontakt mit der Realität und dann auch das angenehme oder unangenehme Empfinden dieses Kontaktes. Daraus der uns allen längst bekannte Durst. Daraus entsteht das Anhaften und aus dem Anhaften entsteht das Werden bzw. das Entstehen von irgendwelchen Dingen. Daraus entsteht die Wiedergeburt und die Folge der Wiedergeburt sind natürlich Alter und Tod. So, diese 12-gliedrige Formel wird üblicherweise in Kreisform dargestellt, so wie ich das hier auch gemacht habe. Und das bedeutet, dass sie zyklisch zu verstehen ist. Jedes Element in dieser Formel ist Ursache und Wirkung zugleich. Da haben wir sie wieder. Die Idee vom kausalen Nexus, dass alle Dinge kausal miteinander verknüpft sind, dass sie sowohl Wirkungen als auch Ursachen sind. Man kann nun dieses bedingte Entstehen, also vor allen Dingen die Formel des bedingten Entstehens, wie wir sie uns gerade angeschaut haben, man kann das logisch interpretieren. Das würde dann bedeuten, jedes einzelne Element, das in dieser zwölffachen Formel auftaucht, ist die notwendige Bedingung des folgenden Elementes. Also nur wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann kann das nächste Element auftreten. Man kann es allerdings auch, und das ist so die traditionelle buddhistische Lesart dieses Schemas, man kann es auch temporal interpretieren. Dann wäre es nämlich eine Reihe von Abfolgen, also eine Abfolge von Ereignissen, ja, so müsste man sagen, eine Abfolge von Ereignissen im vergangenen Leben, im gegenwärtigen Leben und im künftigen Leben. Also das Unwissen, mit dem alles beginnt, wäre das Unwissen, das wir aus dem vergangenen Leben mit uns schleppen und das dazu führt, dass das nächste Leben, in dem wir uns jetzt gerade befinden, beginnt. Und das kommende Leben wird dann mit der Wiedergeburt initiiert. Also wir hätten hier nicht nur einen logischen Kreislauf, sondern auch einen temporalen Kreislauf, der beschreibt, wie das Selbst immer wieder entsteht, vergeht, zyklisch wiedergeboren wird und wie dieser Kreislauf der Wiedergeburt am Leben erhalten wird von dem grundlegenden Prinzip der Kausalität. Das Entstehen in Abhängigkeit, das mit diesen 12 Elementen beschrieben wird, das ist also derjenige zyklische Prozess, durch den immer wieder die Illusion des Selbst entsteht und wodurch dann letzten Endes Anhaften und Leiden erzeugt werden. So, also mit diesem Entstehen in Abhängigkeit, haben wir den fundamentalen Prozess gefunden, mit dem sich die gesamte Realität oder zumindest unsere eigene Realität als Selbst oder das, was wir für ein Selbst halten, beschreiben lässt. Aber was treibt denn jetzt eigentlich diesen Prozess an? Was ist die Kraft, was ist die Energie, die dahinter steht, dass dieses Rad der Wiedergeburt sich immer weiter dreht? Nun, das ist das Karma. Der Begriff Karma hat sich im Deutschen mittlerweile relativ gut etabliert, und zwar in seiner Sanskrit-Form. Die Pali-Variante davon heißt Kamma. Da dieser Begriff so geläufig ist, werde ich auch ganz einfach weiter vom Karma sprechen. Hier abweichend von meiner sonst üblichen Diktion nicht den Pali-Begriff, sondern den Sanskrit-Begriff verwenden. So. Das Karma ist eine Idee, die nicht ursprünglich buddhistisch ist. Das ist vielmehr eine Vorstellung, die in der ganzen klassischen indischen Philosophie und auch in der Alltagswelt bereits verbreitet gewesen ist. Für den Buddha ist das etwas ganz Selbstverständliches, was er bei seinen Zuhörern und Zuhörerinnen voraussetzen kann und was er eigentlich auch ziemlich selten wirklich explizit thematisiert. Es wusste sowieso jeder, was mit Karma gemeint ist. Man muss das nicht extra noch erklären. Auch bei uns im Westen ist dieser Begriff des Karma natürlich inzwischen geläufig geworden und
Ich gehe mal davon aus, dass auch Sie schon diesen Begriff irgendwann mal gehört haben und zumindest eine gewisse Vorstellung davon haben, was das Ganze bedeuten soll. Dummerweise haben sich bei uns im Westen auch so ein paar unpassende Vorstellungen davon eingebürgert, die wir gleich noch ein bisschen freilegen müssen, die so in dem indischen buddhistischen Begriff des Karma nicht drinstecken. Gut, aber was bedeutet denn jetzt also dieses Karma? Was ist das Karma? Nun, ganz einfache Antwort, das Karma ist ein Naturgesetz. Und zwar ist es ein Naturgesetz, das die Verknüpfung von Handlungen oder mentalen Zuständen und dem Glück einer Person regelt. Vereinfacht gesagt bedeutet das Karma nur, tue Gutes und es wird dir gut gehen, tue Schlechtes und es wird dir schlecht gehen. Jetzt müssen wir allerdings gleich mit einem ersten Missverständnis an dieser Stelle hier aufräumen, nämlich, das Karma ist keine ausgleichende kosmische Gerechtigkeit. Wir kennen das so aus irgendwelchen Redensarten wie Instant Karma oder so etwas, aber das ist gerade nicht das, was gemeint ist. Das Karma ist ein Naturgesetz, heißt, es ist ein unpersönliches Gesetz, so wie auch das Gravitationsgesetz beispielsweise. Das Gravitationsgesetz wurde von niemandem erlassen. Es ist einfach nur eine Regularität. Es beschreibt, wie die Dinge sich verhalten. Es gibt auch keine kosmische Gravitationspolizei oder sowas, die darauf achtet, dass das Gravitationsgesetz eingehalten wird, sondern das machen alle Dinge von sich aus, indem sie sich einfach so verhalten, wie sie sich verhalten. Genau das Gleiche gilt auch für das Gesetz des Karma. Niemand hat es erlassen, niemand sorgt dafür, dass es durchgesetzt wird. Es ist einfach nur die Beschreibung einer Regularität im Verhalten der Dinge. Dinge verhalten sich so, wie sie sich verhalten, und dieses sich so verhalten, das nennen wir dann das Karma. Also, das Karma hat keine Instanz, das es durchsetzt. Das Karma ist auch keine Person oder kein Wesen. Das Karma ist einfach nur eine Regularität. Dementsprechend hat das Karma keine Interessen, es will nichts. Das Karma bestraft nicht, es belohnt nicht. Und es kennt auch nicht die Möglichkeit der Gnade. Sie können auch nicht das Gravitationsgesetz bitten, doch heute mal bitte eine Ausnahme zu machen, wo Sie klettern gehen wollen oder sowas. Es ist einfach so, wie es ist, und niemand hat einen Einfluss darauf. Das heißt auch, dass unsere vielleicht im Westen ganz verbreiteten alltäglichen Vorstellungen von Karma als ausgleichender Gerechtigkeit daneben liegen. Das Universum gleicht nicht unsere Missetaten aus und wir nennen das dann Karma. Nein, wir müssen das Ganze ein bisschen anders verstehen. Also nehmen Sie mal ein klassisches Beispiel für Karma. Wenn Sie da so einen Schulhofschläger haben, der ständig auf Ärger aus ist und ständig Prügeleien mit irgendwem anfängt, dann wird dieser Schulhofschläger vermutlich über kurz oder lang an irgendjemanden geraten, dem er nicht gewachsen ist, und selber eine Tracht Prügel abbekommen. Das wäre für Buddhistinnen und Buddhisten ein klarer Fall von Karma. Und wir würden wahrscheinlich auch diesen Begriff hier ohne zu zögern anwenden. Nun aber, was heißt Karma in der Situation hier? Hat das Universum es jetzt dem Kerl heimgezahlt? Nein, hat es nicht. Karma bedeutet nur in diesem Falle hier, dass Leute, die zu Gewalt neigen, zu Gewalt gegen andere, auch eine gewisse Neigung entwickeln, in Situationen reinzugeraten, in denen irgendjemand anderes Gewalt gegen sie anwenden wird. Also die Folge dieser Handlungen, andere zu verprügeln auf dem Schulhof, ist, dass man selbst in Situationen reingerät, in denen man selbst verprügelt werden kann. Es ist einfach nur eine kausale Folge aus bestimmten Handlungen, dass mir bestimmte Dinge zustoßen. Mit Gerechtigkeit hat das Ganze nichts zu tun. So, in diesem Punkt gleicht das Karma dann auch den physikalischen Gesetzen der Natur. Also nochmal das Gravitationsgesetz. Wenn ich über die Straße spaziere und mir ein Blumentopf auf den Kopf fällt, dann ist das nicht so, weil das Gravitationsgesetz das will oder weil das Universum die Absicht hat, mich zu bestrafen. Auch wenn es allen Grund dazu hätte, selbstverständlich. Nein, es ist einfach so, weil die Dinge sind, wie sie sind, weil bestimmte physikalische Bedingungen erfüllt gewesen sind, die als Konsequenz haben, dass der Blumentopf runterfällt auf meinen Kopf. Trotzdem, das Karma ist und bleibt ein Kausalgesetz. Es sagt, dass bestimmte Dinge passieren, weil bestimmte andere Dinge passiert sind und dass zwischen diesen beiden Dingen eine kausale Verbindung besteht. Der einzige Unterschied zu unseren modernen physikalischen Naturgesetzen besteht darin, dass das Karma eben die moralische Qualität der Dinge mit einbezieht. Es beschreibt nicht einfach nur Regeln zwischen physikalischen Ereignissen,
sondern es beschreibt Regeln der Verbindung zwischen physikalischen Ereignissen und deren moralischer Qualität. Ansonsten ist es ein ganz gewöhnliches Naturgesetz und es passt insofern auch relativ gut in unsere moderne Vorstellung von einer naturalistischen Realität rein. So, aber was bestimmt jetzt, ob das Karma positiv oder negativ ausfällt? Wie handle ich mir positives oder negatives Karma ein? Nun, das Entscheidende ist vor allen Dingen die Absicht des Handelnden. Also, wer aus Versehen etwas Schlechtes tut, handelt sich deutlich weniger negatives Karma ein als derjenige, der es mit Absicht tut. Aber die buddhistische Ethik ist nicht, ist keine kantische, deontologische Ethik, der es nur auf die Gesinnung ankommt, sondern auch die Folgen werden mit einbezogen. Je größer der Schaden, desto größer das negative Karma. Das hat die etwas für uns etwas absurd klingende Konsequenz, dass zum Beispiel das Töten eines großen Tieres schlechter bewertet wird als das Töten eines kleinen Tieres. Das Karma ist allerdings, und das muss man jetzt auch nochmal betonen, weil das auch ein naheliegendes Missverständnis ist, das Karma ist nicht deterministisch und nicht fatalistisch. Wir sind nicht durch das Karma determiniert in unseren Entscheidungen. Wir haben für den Buddhismus immer die Freiheit zu entscheiden, wie wir handeln wollen. Das ist ein Punkt, von dem der Buddha nicht abweicht. Wir sind frei in unseren Entscheidungen. Auch wenn die Frage Freiheit oder Determinismus im Buddhismus selbst so nicht explizit angesprochen wird. Also das Karma bestimmt nicht, was in Zukunft passieren wird. Vergangene Ereignisse in meinem Leben determinieren nicht, wie ich mich in Zukunft entscheiden werde. Das wäre Determinismus. Sondern sie bestimmen nur die Umstände meines Lebens, also die Umstände, unter denen meine Entscheidungen gefällt werden. Trotzdem hat natürlich die Vergangenheit einen Einfluss auf die Zukunft. Diesen Einfluss erklärt man im Buddhismus oft mit der Analogie von Samen und Früchten. Also, stellen Sie sich vor, Sie haben da so ein paar Tomatensamen. Was machen Sie damit? Sie stecken die in einen Blumentopf in die Erde, gießen Wasser drauf, stellen das an einen warmen, hellen Ort und warten. Und dann wird irgendwann eine Tomatenpflanze daraus wachsen, die irgendwann vermutlich auch Früchte trägt. Wenn die Bedingungen richtig sind. Also wenn es warm genug ist und die Pflanze genug Wasser und Licht und so weiter und so fort hat. Mit dem Karma ist es ganz genauso. Wenn ich irgendetwas tue, wenn ich in irgendeiner Weise handle, dann erzeuge ich damit karmische Samen. Diese karmischen Samen werden irgendwann Früchte tragen. Das heißt, irgendwelche Situationen werden sich ergeben, in denen diese karmischen Dispositionen realisiert werden, wenn die entsprechenden Bedingungen gegeben sind. Was ich tue, erzeugt karmische Samen. Wenn die Umstände die richtigen sind, werden diese karmischen Samen gute oder schlechte Früchte tragen. Aber das ist kein Determinismus, denn es kommt darauf an, ob die richtigen Bedingungen auch tatsächlich gegeben sind oder nicht. Wir können das etwas technischer ausdrücken, indem wir sagen, das Karma erzeugt in uns eine Disposition zu bestimmten Handlungen. Und diese Disposition wird dann aktualisiert, wenn die entsprechenden geeigneten Bedingungen gegeben sind. Aber diese Bedingungen müssen nicht gegeben sein und diese Bedingungen haben vor allen Dingen auch etwas damit zu tun, wie ich mich entscheide. Das heißt, in der Frage Freiheit oder Determinismus geht der Buddha auch wieder mal einen mittleren Weg. Die Faktoren, die uns bedingen, die Vergangenheit, die karmischen Samen, die sind real und sie sind wirksam. Insofern gibt es keine absolute Freiheit für uns. Aber sie sind nicht unbezwingbar. Wir haben immer noch die Möglichkeit, entgegen der Dispositionen zu handeln. Insofern sind wir nicht absolut determiniert. Nun, in der Praxis vieler Buddhistinnen und Buddhisten ist es wohl so, dass das Ziel des Lebens oder des Handelns darin gesehen wird, möglichst viel positives Karma anzusammeln und dadurch zu einer möglichst guten Wiedergeburt zu kommen. Da muss man allerdings jetzt auch wieder sagen, für den Buddha ist das nicht das Ziel. Das Karma, das ist das Gesetz des Entstehens in Abhängigkeit. Wer dem Karma unterliegt, der unterliegt auch dem Kreislauf der Wiedergeburt und der unterliegt damit dem Entstehen in Abhängigkeit und damit dem Leiden. Erlösung bedeutet demnach nicht, möglichst viel positives Karma anzusammeln und dann auf Wiedersehen zu sagen, sondern Erlösung bedeutet, sich frei zu machen vom Gesetz des Karma. Karma ist also genau das Gegenteil von Erlösung. Karma ist das, was uns im Kreislauf der Wiedergeburten festhält und was uns daran hindert, erlöst zu werden. Nun,
Wir wollen also aus dem Kreislauf der Wiedergeburten ausbrechen. Aber was heißt es eigentlich, vom Karma im Kreislauf der Wiedergeburten festgehalten zu werden? Und was steckt hinter dieser buddhistischen Idee der Wiedergeburt? Das müssen wir uns jetzt gleich noch ein bisschen näher anschauen.